bin eine Frau in der Blüte meines Lebens. Und ich habe definitiv auch meine Bedürfnisse. Hallo meine lieben Freunde, wir stehen doch alle auf Sie. Sie sind gut aussehend, stark und männlich. Die Rede ist natürlich von Superhelden und ich habe mir erlaubt, mal ein paar von denen ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, ob die denn überhaupt auch tauglich wären, so als Lover. Fangen wir doch auch gleich mit dem wohl bekanntesten Superheld in diesem Universum an, und zwar Superman. Er ist einfach toll. Er ist natürlich nicht einfach nur erfolgreich im Leben und er sieht hammermäßig aus. Ich meine, hallo, er ist Man of Steel. Ja, und er hat seine Elvis-Tolle, die ihn so unglaublich sexy macht. Aber wenn ich dran denke, dass sein Vater ein Alien ist, ich meine, er ist auch ein Alien. Und wenn ich dann Sex mit ihm habe, habe ich eigentlich mit einem Alien Sex. Und wenn ich schwanger werden sollte, bin ich mit einem Alien schwanger. Ich will kein Alien in meinem Bauch. Ich will eine Alien-Geburt. Kommen wir zu Batman. Es ist ja bekannt, dass wir Frauen so ein bisschen auf das verruchte, düstere, böse stehen. Und da liegen wir bei ihm gar nicht mal so schlecht. Außerdem hat er ordentlich Kohle. Das ist nur ein kleiner Nebenpunkt. So, ne? Wenn da nicht dieses kleine Problemchen mit seinen Eltern wäre und dieser Minderwertigkeitskomplex Superman gegenüber. Allerdings reden wir hier ja von einer Affäre und nicht von einer Beziehung. Also, komm zu mir, ja. Komm hier zu Flash. Also, Quickies sind ja ab und zu ganz okay, aber wenn sein Name Programm ist, dann... Nein. Gerne drauf. Natürlich dürfen wir auch Thor nicht vergessen. Ich meine, der Typ sieht nicht nur ordentlich aus und hat ordentlich was auf dem Kasten, sondern er ist auch ein Halbgott, ne? Und dann ist da auch noch dieser Riesenhammer, was mich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch macht, da man solche großen Gegenstände ja immer als Ausgleich dazu benutzt, um irgendwie einen einen Größenkomplex zu vertuschen. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Es gibt ja einen Typen unter den Superhelden, der immer wieder zu kurz kommt. Die Rede ist natürlich von Aquaman. Aber ganz ehrlich. Ich finde ja Peter Parker total süß. Vor allem so mit seiner Nerdbrille, die er dann ja nicht mehr hat. Und dann ist er auch so schüchtern, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass er so auf abgefahrene Akrobatik steht. Und die, ich weiß nicht, ob ich da mithalten könnte. Aber ich meine, probieren könnte man es ja mal. Oh, ich liebe ja Tony Stark für seinen Humor, der ist echt abgefahren. Und der Kerl ist einfach schlagfertig drauf und er weiß, wie man mit Frauen umgeht. Beziehungsweise so wie jetzt nichts Ernstes. Außerdem hat er, so wie Batman, ordentlich Geld. Also so nebenbei bemerkt. Er hat seine Komplexe nicht. Und er ist immer hart. Captain America weiß ja, wie man eine richtige Lady behandelt, da er ja noch zu einer Zeit aufgewachsen ist, wo man gelernt hat, ein Gentleman zu sein. Und genau deswegen ist er als Lover absolut ungeeignet. Ich meine, als Lover braucht man keinen Gentleman. Gentlemen sind gemacht für Beziehungen. Was ja eigentlich erstrebenswert ist. Aber es geht ja hier um das Thema Lover. Aber ich meine, der ist viel zu süß und nett und der würde total ausgenutzt werden. Das will ich ihm nicht antun. Wenn es aber einen Kerl in diesem Superhelden-Universum gibt, der einfach nur zum Anbeißen ist, dann ist das Wolverine. Oh, ich krieg keine Wallung. Ich meine, der Typ ist nicht einfach nur Sex pur und männlich und hat einen Bart, verdammt, er ist einfach nur heiß. Und er weiß, was er will und er weiß genau, wie man eine Frau die Klamotten vom Leibe reißt. Ja, Logan wäre definitiv meine Nummer 1. Nach all diesen heißen Männern muss ich aber auch von euch Frauen wissen, welche Superhelden ihr bevorzugen würdet und von den Männern, welche Superheldinnen ihr bevorzugen würdet. Beziehungsweise welche findet ihr geil? Sagen wir es einfach so. Und ja, schaut es mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt und ich wünsche euch ein heißes und... Nee, ich sollte hier schneiden. Ich wünsche euch aber ein tolles Wochenende. Nicht zu wild
und dann bis nächste Woche. Ciao. Make it easy, be unthinkable, don't stop till you come first. Life's so unpredictable.